Ja, ist eine gute Erklärung. Zermatscht einfach Zombies. Ja, okay. Dann wollen wir mal das nächste Level machen. Ah ja, und jetzt wird es schon ein bisschen anspruchsvoller. Okay. Die brauchen wir definitiv. Ja, dann kann ich die Matschkürbisse euch ja eigentlich auch mal gleich zeigen. Und ja, da haben wir es schon. Na, dann wollen wir mal. Natürlich werde ich die Matschkürbisse nur aktivieren, wenn die Footballspieler da kommen, ne? Früher nicht, weil die brauchen auch etwas lange. Ihr seht ja, wie lange. So, davor der Schnapper und davor die Walnuss, genau. So, da kann ich schon die andere Reihe schon pflanzen. Nö, bekommt ihr nicht. Dafür seid ihr viel zu lahmarschig. Und ihr habt keinen Respekt vor mir. Deswegen bekommt ihr mein Gehirn auch nicht. So. Ja, das sieht doch schon vernünftig aus. So. Und die nächste Walnuss. Ich brauche noch einen Duplinator. Danke. So, dann kann ich die eigentlich hier hin pflanzen. Ja, komm. Dann benutze ich die hier. Und wir haben ein Geschenk. Toll. Minispiele freigeschaltet. Spielt sie vom Hauptmenü aus. Werde ich allerdings erst nach der Kampagne für euch machen. So ähnlich wie bei Heroes of Hellas 3 Athen. So, jetzt brauche ich hier vorne ein paar Walnüsse. So, dann benutze ich hier noch eine. Oh Gott, ich merke mir die Namen irgendwie nicht. Ah ja, Erbsenkanone, genau. So, dann hier noch eine. Da kommt schon die erste Welle. Fantastisch. Ah ne, von denen brauche ich eigentlich nichts mehr. Oh komm, nehme ich hier mal die Schnapper. Oh, ja. Voll das Rumgeballer hier. Ah, ich brauche noch einen Schnapper. Unbedingt. Ja, ich pflanze jetzt wild umher. Ach du Scheiße, doch nicht im Wasser. Einmal Zombie. Macht das sowas nicht? Nee, nee, nee. Komm, ich brauche ein Seerosenblatt. Na komm. So, und dann noch eine Erbsenkanone und dann müsste das reichen. So, hier noch ein Schnapper. Hier eine Walnuss. Ja, und dann halt wieder abwarten. Ja, die Zombies, die gehen richtig schnell down. Muss ich sagen. Aber ich habe ja zur Notsituation, habe ich ja auch hier die Kirschbomben, deswegen. Und ich bin. Oh mein. Mein Hals ist gerade ein bisschen verschleimt. Momentchen mal, ich trinke mal kurz was. Ja, in der Aufnahme. Ja, sowas mache ich. Passiert ja sowieso jetzt nichts Interessantes. Natürlich sind die im Wasser noch langsamer, ne? Also durch die Mischung von den ganzen Hagel-Zuckererbsen geht der Effekt noch langsamer, ne? Dass sie sich fortbewegen können, die Zombies. Weil die in dem Sinne im Wasser auch langsam sind, deswegen. So, und dann benutze ich jetzt erstmal eine Kirschbombe. Moment. Genau hier. Boom. Und hier den Matschkürbis. Und so sieht's aus. Boom. Nett, nett, nett. Wow, die haben es geschafft. Wow, das sieht doch geil aus. Was haben wir denn da jetzt bekommen? Oh ja, ein Trio. Geil. Ha! Der Triplinator verschießt Erbsen in drei Reihen. Oh, das sieht so geil aus, ey. Ich zeige euch das sofort.